Fragen wir mal aus dem Sandro, ob er eine Ahnung hat, wo. Tja, es sieht jetzt nicht so aus, als könnte er uns mit dem Enigmarillion helfen. Aber das finde ich auch gut. Was sind das für Fähigkeiten, von denen du redest? Die Fähigkeiten sind seltsame magische Techniken, um die Zukunft vorauszusagen. Slammings. Was? Was ist das für ein Wort? Slammings Hotination basiert zum Beispiel darauf, seltsame Cocktails zu trinken, eine Weile betrunken zu sein und dann glauben, dass die Visionen, die man hatte, real waren und Sinn ergeben. Bei Tarotination kann man die Zukunft erraten, aber dieses Mal nur, indem man in die Karten schaut. Ich bin für diese Techniken auf der ganzen Welt bekannt, also werde ich sie während dem Kurs definitiv nutzen, um dir zu helfen. Aber wirklich, wir wissen beide, dass du dir das mit den Karten ausdenkst. Warum machen wir das? Nun, weil sie manchmal funktionieren. Frag nicht, wie das möglich ist, denn ich verstehe es auch nicht wirklich. Aber manchmal funktioniert es. Es könnte etwas mit Wahrscheinlichkeit oder etwas anderem Wissenschaftlichen zu tun haben. Wie ich schon sagte, es ist eine Frage des Glaubens. Genau wie mit Religion. Und da war die Musik weg. So, meine Lieben, also offensichtlich hatte mein Spiel gerade irgendwie eine Macke und die Musik war abgekackt. Warum auch immer. Aber, heißt übersetzt, er kann uns auch nicht weiterhelfen mit dem Enigmarillion. Dann fällt mir jetzt nur noch eine ein, die sich mit Büchern auch auskennt. Und zwar Nika. Freundin Nika. Die ich, glaube ich, immer, wenn ich die... dieser Bauch, diese Plauze. Die ich immer in meinen Beschreibungen falsch geschrieben habe. Die werden wir jetzt befragen. Freundin Nika, beste Freundin. Ich danke im Übrigen für den Tipp, dass es zu Freundin Nika auch ein eigenes Spiel gibt. Das heißt, dieses Game werden wir uns danach nochmal angucken. Denn es soll nämlich im Zusammenhang mit diesem Spiel hier stehen. Also danke dafür. Ja, siehst du, mit einem K. Ich schreibe sie immer mit zwei K. Es tut mir leid, Nika. Das ist kein Mobbing. Ich hoffe, sie kann uns helfen. Ansonsten weiß ich nicht, wer uns mit dem Enigmarillion irgendwie weiterhelfen kann. Oh, bitte, bitte, bitte lass sie irgendwie eine Antwort haben. Bücherei, Nika. Tja. Also kommen wir auch nicht mit ihr weiter. Dann würde ich vielleicht die Dame in der Bibliothek einfach mal konfrontieren, dass es nicht das richtige Buch ist. Oder vielleicht nach dem richtigen Buch in der Bibliothek suchen. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos, was wir ansonsten tun sollen. Wer uns helfen kann mit dem richtigen Buch oder das richtige Buch zu finden. Das wird jetzt eine kleine Suche, glaube ich. Vielleicht gibt es das richtige Buch ja auch nicht mehr. Vielleicht ist es verschwunden. Pass auf. Ich muss es ihr nicht nochmal geben. Meine Ausleihe ist schon im System registriert. Wie sie gesagt hat. Ja, aber... Pff, es ist doch nicht richtig. Wir sprechen... da spuckte sie ihre Gerätschaften an. Wir sprechen nochmal mit ihr. Oh. Ich habe gehört, dass sie die Bücherei abreißen und hier einen Parkplatz hinbauen. Ja, darüber wissen wir Bescheid. Wir haben die Weltkultur- und Bildungsorganisation informiert und wir haben deren Unterstützung und Kooperation. Wir sind demnach extrem zuversichtlich, dass die Bücherei weiterhin bestehen bleibt und unsere Gemeinschaft mit all dem Wissen versorgt, das unsere Bücher zu bieten haben. Ich werde mich umsehen. Okay. Ja, aber wo? Das ist die spannende Frage. Wer kann uns jetzt weiterhelfen? Wir können ja nicht mit jedem irgendwie quatschen. Das ist total bescheuert.
Also das Buch ist offensichtlich ein Fake. Vielleicht gibt es ja ein anderes Buch. Gute Frage, nächste Frage. Also wir brauchen es offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt alle irgendwie anquatschen. Kann ich dir eine Frage stellen? Kannst du mir helfen, etwas zu finden? Ja, ich habe das Schild schon gesehen. Ich wollte dich nur etwas fragen. Ja, er hilft immer noch nicht. Gut, 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 gut. Dann würde ich ansonsten einfach in jeden Gang nochmal reingehen und gucken. Das ist doch jetzt so ein bisschen verflixt, oder? Können wir nicht einfach selber irgendwas reintreiben? Geht das nicht? Ich glaube, wir hatten es aus dem Kunstregal, oder? Ich habe auch keine Lust, diese ganzen Bücher nochmal durchzugucken, ne? Da werde ich ja wahnsinnig bei. Ohne Witz. Tanzen. Wurstskulptur. Naja, ja. Macht sie nach einem guten Steak, weiß ich doch. Kunsthandwerk. Tattoos. Frisuren? Frisuren? Ja, könnte auch Kunst sein. Film-Soundtracks. Ich gucke einfach nur durch, ob sie vielleicht noch ein zweites Enigmarillion irgendwie findet. Schicke Cover, sie sind cool. Das ist eine Enzyklopädie wahrscheinlich. Übermalen. Gebratenes Blut ist lecker. Uff. Bücher über Kunst. Ansonsten, es gibt kein Buch mehr. Ich weiß, ansonsten nicht. Weil das haben wir alles schon gelesen. Und deswegen quäle ich uns alle nicht damit und lese es nochmal. Ansonsten hätten wir es schon dreimal gelesen. Das brauchen wir nicht. Ich will nur einfach tatsächlich einmal durchscreenen. Ob wir es irgendwo finden. Ansonsten müssen wir Awesome Sandro befragen, was wir tun sollen. Ich habe sonst keine Ahnung, was wir tun sollen. Oh, red doch nicht so viel, Mädchen! Guck dir doch einfach die Cover an! Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Oder wir gucken uns das Buch nochmal an. Das ist ein Schwindel, steht nichts drin. Wir sollten etwas anderes suchen. Aber sie kann auch nichts reinschreiben irgendwie, ne? Oh, schwierig. Sehr schwierig. Vor allen Dingen, ich habe auch überhaupt keinen Ansatzpunkt, Hinweis oder sonst irgendwas. Es tut mir leid, dass sich es dadurch jetzt ein bisschen in die Länge zieht, aber so ist das. Kann sie uns die Robe nicht trotzdem geben? Der würde das nicht wissen. Okay, dann lass uns rausgehen. Aber was machen wir jetzt? Awesome Sandro ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, zu Awesome Sandro zu gehen. Und ihn zu fragen, was wir tun sollen. Ich wüsste es sonst nämlich nicht. Hilf mir. Was muss ich jetzt finden? Du brauchst eine karnivoristische Tracht. Das wird eine offizielle Kleidung als Prophetin des Karnivorismus. Ich habe eine geistige Blockade und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wirst du mir helfen? Natürlich. Lass mich nachsehen, was die Karten sagen. Aber die sagen wahrscheinlich auch, du brauchst eine Tracht, das weiß ich doch. An dem Schritt war ich ja schon, aber wie komme ich dann weiter? Was sagen die Karten? Dieses Mal zeigen die Karten das Buch, den weisen Mann und den Tempel. Das Buch, den weisen Mann, also schlau und Tempel. Buch, weiser Mann, Tempel.
Wer ist denn, wer gilt denn als weiser Mann? Buch, weiser Mann und Tempel. Okay. Weiser Mann. Der Alte vielleicht? Haben Sie geholfen? Ich weiß nicht. Ich gehe mal spazieren. Vielleicht fällt mir etwas ein. Sehr gut. Sei gesegnet und gute Nacht. Aber warte. Kannst du mich in den Laden teleportieren? Bitte? Hallo? Fertig. Wenn du jetzt durch die Tür gehst, kommst du in deinen Laden. Okay, danke. Der weise Mann. Vielleicht meint sie ja den Obdachlosen vor der Tür. Also wir gehen nochmal hier rein, ob sich da irgendwas getan hat. Ich glaube es ja nicht. Nein, hier hat sich nichts getan. Ist der weise vielleicht? Vielleicht ist Stanley ja ein weiser Mann, der so ein bisschen verrückt ist. Den fragen wir jetzt mal. Hallo. Bleib, wo du bist. Das ist Stanleys Territorium. Was willst du? Das Mädchen aus dem Comicladen hat mir gesagt, du hast ihr eine Robe gegeben. Hast du zufällig noch eine? Die Robe mit der Kapuze? Nein, ich habe nur eine gefunden. Ich suche nach einer Jacke, wie du sie trägst. Na ja, dann such mal weiter. Die gehört mir. Was ist das für ein Zeug da drüben? Eine Luftmatratze, eine Sammlung von Videokassetten, eine Videospielkonsole und eine Zeitung. Und es gehört alles mir. Also bleib weg davon. Und wenn wir ihm das Buch geben? Ich lass dich allein. Gut. Was hat sie gesagt? Da steht nichts drin. Damit mir das Buch etwas bringt, muss es alle Lösungen auf alle Geek-Geheimnisse enthalten. Aber können wir das nicht reinschreiben? Komm, wir gehen auch mal in den Laden rein. Vielleicht haben wir die Option und kriegen sie doch irgendwie noch dazu. Wie hieß dieses Buch des Enigmas nochmal, was du haben wolltest? Das Enigmarillion. Das legendäre Buch, das alle Antworten hat auf alle Rätsel aus jedem Film, Videospiel und Comic. Ich bin weg. Okay, bis später. Aber was ist, wenn wir ihr das jetzt nochmal geben? Ich habe es schon versucht. Sie will es nicht, weil in dem blöden Buch nichts steht. Weiser Mann. Wer ist denn hier ein weiser Mann? Weiser Mann. So viele Männer gibt es hier doch gar nicht in dem Spiel. Vielleicht der Typ auf der Bank? Vielleicht der Typ auf der Bank. Ich bin gerade so ultimativ ratlos, ne? Ah, ich dachte, wir können reingehen. Vielleicht weiß er das ja. Vielleicht ist er der weise Mann. Hi. Hallo. Ich bin weg. Okay, mach's gut. Es gibt hier keine weisen Männer, die sind alle dumm. Die können mir nicht helfen. Vielleicht er hier drin? Oh, er ist weg! Er ist weg! Warum ist er weg? Ringe, Ketten, Armbänder und andere glänzende Dinge. Es gibt Leute, die einen Haufen davon auf ihre Gesichter und Hände tun. Ich habe diese Dinge nie gemocht. Wo ist der Typ? Wo ist er hin? Lady, wo ist er hin? Hi! Hallo, wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Ich gehe. Ich habe Dinge zu erledigen.
Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, in meiner Verzweiflung werden wir jetzt... Weiser Mann, der Hamster wird ja nicht gemeint sein, oder? Nein, das wäre jetzt zu krass gewesen. Aber es wäre auch möglich gewesen. Wir gucken jetzt einfach bei Nika nochmal, aber ich glaube es ja nicht. Wir gucken nochmal, was in der Bücherei passiert ist. Nika war schon immer gut mit Computern. Komm, vielleicht müssen wir sie irgendwie fragen. Was machst du da? Ich arbeite an einem Projekt. Für die Schule? Okay, es ist für die Schule, besonders für den Direktor und meine Lehrerin. Aber es ist auch ein Projekt für meine Eltern und meinen Bruder. Für alle, die im Fernsehen dumme Dinge sagen, für kitschige Dinge und sich wiederholende Videospiele, für geplante Obsoleszenz und verkantete Schrauben, für diese Dinge und noch viele andere. Aber worum geht's bei dem Projekt? Ich kann es dir nicht sagen. Warum? Es ist ein Geheimnis. Okay. Ich lass dich wieder deine Sachen machen. Okay. Weiser Mann. Weiser Mann. Weiser Mann. Es gibt hier ja gar nicht mehr so viele Männer, die wir irgendwie befragen können. Wenn wir jetzt nicht auch in den Supermarkt gehen können. Weiser Mann. Lass uns nochmal in den Diner gehen. Vielleicht ist ja jetzt jemand Neues hier drin. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal. Wer ist er denn? Den kennen wir doch nicht. Vielleicht ist er der weise Mann. Zumindest isst er jetzt gerade leckere Burger. Und der Typ ist immer noch tot. Wer bist du? Willst du etwas? Du isst einen Hund. Was meinst du? Wie gesagt, du isst einen Hund. Dieser Burger besteht aus Hundefleisch. Ich wusste nicht, dass Hundefleisch so gut schmeckt. Bist du die Köchin? Nein, ich bin die Metzgerin aus der Stadt und ich weigere mich zu glauben, dass dieser Burger gut schmeckt. Ich sage dir, er schmeckt gut. Willst du mal einen Bissen? Nein, danke. Aber wenn du ihn weiter isst, endest du wie dieser Typ da hinten. Er ist daran gestorben, als er einen dieser Burger gegessen hat. Hast du keine Angst? Nee. In meinem Club machen wir uns um solche Dinge keine Sorgen. Club? Was hat es mit diesem Club auf sich? Ich habe einen Biker-Club, die Enkel der Antipathie, und jeden Tag sterben 3 Mitglieder. Daher sind wir solche Dinge gewohnt. Sterben sie, weil sie Hundeburger essen? Nein, nein, sie sterben, weil zwielichtige Dinge in diesem Club passieren. Und dann fängt ein Mitglied einen Streit mit einem anderen Mitglied an und dann wird es schnell ungemütlich. Heute Morgen zum Beispiel hat einer vergessen, die Lederjacken zu bügeln. Ist schon mal ein Grund, wo man sich gegenseitig umbringt. Und das ist nicht cool, weil sie so verknittert, dass man das Logo nicht richtig sehen kann. Also wurde ein Mitglied wütend, hat seine Waffe gezogen und den anderen abgeknallt. So laufen die Dinge. Und konnte er ihm nicht verzeihen, dass er vergessen hatte, sie zu bügeln? Nee, es ist leichter, ihn zu töten. Hast du keine Angst, dass du auch eines Tages etwas falsch machst und eins der anderen Mitglieder dich tötet? Wenn man Teil der Enkel der Antipathie ist, gibt es keinen Platz für Furcht. Außerdem ist der Club das Wichtigste für uns. Und wir sind bereit, alles dafür zu opfern. Alles für den Club. Klingt wie eine Religion. Habt ihr einen Gott, eine heilige Schrift und solche Dinge? Jetzt, wo du es erwähnst, wir haben etwas Ähnliches. Für viele von uns ist mein Urgroßvater wie ein Gott. Er hat uns seine Ideale in einem Manuskript hinterlassen. Und jetzt folgen wir seinem Wort und versuchen, unseren Club zum Besten auf der Welt zu machen.
Hat dein Urgroßvater in das Manuskript geschrieben, dass ihr euch umbringen müsst, wenn einer das Bügeln vergisst? Nein, das ist im Anhang, den mein Vater vor ein paar Jahren hinzugefügt hat. Okay,